Petra-chan hat's gesehen. Die Verlobte meines Bruders, Yusuriya, betrog ihn und ließ ihn fallen. Es war am Tag nach der Verlobungsfeier. Diese böse Frau betrog meinen Bruder. Sie betrog ihn mit ihrem Chef Akamatsu. Er hat vermutlich eine ziemlich gute Position in der Firma. Außerdem war er verheiratet und seine Frau war zu dieser Zeit schwanger. Was ein furchtbarer Mann. Ich kann nicht glauben, dass sie das nach dem Verlobungsfest gemacht hat. Wir sollten sie verklagen. Nein, das ist nicht okay. Ich mag sie noch immer. Auch nach all dem. Dumm, ich weiß. Aber ich möchte ihr keinen Ärger machen. Natürlich können wir nie wieder zurückgehen, wo wir mal waren. Bist du okay? Ich mache rein Tisch, was die Hochzeit betrifft. Ich will sie nie wiedersehen. Entschuldige, dass ich dir Sorgen mache, Schwesterherz. Mein Bruder behielt alles für sich. Er wollte uns nicht beunruhigen. Aber er begann durchzudrehen. Er begann zu trinken und wurde Alkoholiker. Schlussendlich wurde er verrückt. Er verlor so viel Gewicht und hustete sogar Blut vor lauter Stress. Bist du okay? Diese beiden, sie haben ihm das angetan. Ich werde es nicht ruhen lassen. Ich werde Rache üben. Die beiden trennten sich übrigens sofort. Er muss von Yusuriya und meinem Bruder gehört haben. Er wollte damit nichts zu tun haben. Was für ein Arschloch. Ich kümmerte mich so viel wie möglich um meinen Bruder. Zum Glück kam er langsam wieder auf die Beine. 2 Jahre vergingen. Oh. Eines Tages lief ich Yusuriya über den Weg. Wir waren beide mit unseren Kollegen beim Hanami. Zufällig saßen wir nebeneinander. Da ist doch dieser Typ. Zeit für ein bisschen Rache. Lang nicht gesehen, Yusuriya. Wer ist sie? Setz dich zu uns. Oh, danke. Danke, es ist eine ganze Weile her. Woher kennt ihr euch? Tja, sie ist die Ex-Verlobte meines Bruders. Wir hatten eine Verlobungsfeier und alles. Aber dann hat sie ihn betrogen und alles wurde ausgelöscht. Dort ist er, Akamatsu, richtig? Mit ihm hat sie meinen Bruder betrogen. Obwohl ich gehört habe, dass sie selbst verlassen wurde, nachdem sie meinen Bruder verlassen hatte. Hallo, Akamatsu. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Hi, ich bin Yuri, Kurukis Schwester. Erinnern Sie sich an ihn? Er ist der Kerl, den Yusuhira verlassen und ruiniert hat, um bei Ihnen zu sein. Schön, Sie kennenzulernen. Wer sind Sie? Hören Sie auf, Dinge zu erfinden! Ist das wahr? Akane! Ah, Sie müssen seine Frau sein. All dies passierte, als Sie schwanger waren. Ich habe die Beweise noch. Lassen Sie mich wissen, ob Sie diese für irgendetwas brauchen. Was ist das? Stirb! Das ist Jahre her! Es tut mir so leid. Du bist tot! Hey. Mein Bruder, du hast ihn ruiniert. Er wurde Alkoholiker. Er bekam sogar ein Magengeschwür. Es war eine schwere Zeit. Aber du gehst aus und lachst und lächelst. Warum tust du das? Jetzt bist du an der Reihe zu leiden. Sorry, Leute. Können wir die Plätze tauschen? Ich mag die Stimmung hier nicht. Wir haben unser Hanami woanders gefeiert. Ich erzählte meinem Bruder, was passiert war. Verzeih. Es tut mir so leid, dass du das tun musstest. Ich hätte das tun sollen. Es ist jetzt 2 Jahre her. Zeit, dass ich mein Leben zurückerhalte. Danke, Schwesterherz. Mein Bruder kontaktierte einen Rechtsbeistand und verklagte sie auf Schadensersatz. Akamatsus Frau verließ ihn. Natürlich nahm sie sein Kind mit. Tschüss! Hast du das gehört? Wie schrecklich! Yusuriya konnte nicht länger in der Firma bleiben und ging. Was mein Bruder betrifft? Ich treffe mich mit jemandem. Sein Leben kam wieder auf die Spur. ご視聴いただきありがとうございました。結納済みで浮気をするユズリハさんと奥様が妊娠中に不倫をする赤松さん。 まさにゲスの極み同士でお似合いの夫婦だと思いますけどね。ですが、お互い夫婦になったところでまた別の人と不倫をしそうな予感はしますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも好かっとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。
Als ich noch zur Grundschule ging, lebte in unserer Nachbarschaft ein Mädchen mit ihrer Mutter, welches nicht in die Schule ging. Karin, könntest du das bitte zu Yusuriya nach Hause bringen? Das Mädchen aus dem Haus da? Wir sind doch nicht einmal im selben Jahrgang. Ich habe sie noch nie gesehen. Du wohnst doch in ihrer Nähe, oder? Dankeschön. Das Haus wirkt wirklich gruselig. Ah, das ist aber lieb. Danke dir. Yusuriya, deine Freundin aus der Schule hat dir etwas vorbeigebracht. Hallo. Wir sind keine Freunde. Hallo. Hallo. Komm, lass uns was spielen. Aber meine Mama hat gesagt, ich soll nicht zu Fremden ins Haus. Was? Komm schon. Au. Du bist bei uns willkommen. Komm doch rein. Oder etwa. Magst du meine Tochter nicht und bist deswegen gemein? Schon gut. Ich spiele mit. Komm, mein Zimmer ist dort. Seitdem wurde ich gezwungen, immer mit Yusuriya zu spielen, wenn ich ihr die Hausaufgaben gebracht habe. Karin, du bist ja nochmal gekommen. Lass uns spielen. Was für ein seltsames Haus. Es riecht auch komisch. Lass uns mit den Puppen spielen. Benutzt du diese hier? Da! Diese Puppe. Sie sieht überhaupt nicht süß aus. Was machst du da, Yusuriya? Man sagt, wenn man das macht, bekommt man viele Freunde. Erstmal muss man ein X auf das Gesicht malen. Dann umwickele ich es mit einer roten Schnur. Niedlich, oder? Ja. Ich will nach Hause. Dann eines Tages... Karin, lass uns schwören, dass wir für immer Freunde sein werden. Ein Schwur? Zuerst schneidet man sich in die Hand. Jetzt bist du dran, Karin. Wir geben uns die Hände und dann werden wir eins. Hier, gib mir deine Hand. Es war keine Furcht. Es war eher all die Frustration, die sich in mir bis zu diesem Moment anstaute und dann sein Limit erreichte. Lass mich in Ruhe! Karin, warte! Bitte geh nicht! Karin! Ich rannte aus dem Haus. Ich ertrage es nicht mehr. Sie ist so langweilig. Ich habe keine Ahnung, worüber sie redet. Ich werde nie wieder hingehen. Ah, ich habe ihr Blut auf meinem Lieblingsshirt. Mama, hör mir mal zu. Ich erzählte meiner Mutter, was passiert ist. Yusuriya hat mein T-Shirt zerstört. Oh nein, zieh es sofort aus. Was? Bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin weggerannt, bevor sie mir in die Hand schneiden konnte. Geh erst mal duschen. Vielleicht hast du Blut an den Haaren. Dann müssen wir sie schneiden. Du wirst es wegschmeißen, oder? Ich kauf dir ein neues. Danach gingen wir ins Krankenhaus, in dem sie arbeitete. Sicherheitshalber haben wir einen Bluttest gemacht. Es sieht alles in Ordnung aus. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Einige Monate später sind wir umgezogen und ich wechselte die Schule. Einige Jahre später. Ich erinnerte mich, wie mein Lehrer zu uns kam, um sich zu entschuldigen. Was ist damals nur passiert? Ihre Mutter war ein Patient in dem Krankenhaus, in dem ich damals arbeitete. War sie krank? Ja, sie war eine Prostituierte. Wahrscheinlich bekam sie die Krankheit von einem ihrer Kunden. Sie bekam ihre Tochter ohne Behandlung, da sie kein Geld dafür hatte. Also wurde die Krankheit auch an ihre Tochter vererbt. Deswegen kam sie auch nie zur Schule. Warte, also bin ich damals nicht weggelaufen? Gestern bekam ich einen Anruf von ihren Großeltern. Die Krankheit hat ihr das Leben gekostet. Sie ist gestorben. Sie sagten, dass sie dich noch einmal sehen wollte. Sie wollte noch ein letztes Mal ihre Freundin sehen. Was? Wir waren keine Freunde. Ich bin so froh, dass du stark genug warst und weggelaufen bist. Ich hatte alles vergessen, bis meine Mutter mich heute daran erinnerte. Wenn ich nicht weggerannt wäre, wäre ich vielleicht nicht mehr hier. Das ist ein erschreckender Gedanke.
聴いただきありがとうございました。ゆずりはちゃんはこの誓いの方法を誰から教わったんでしょうか。そもそもゆずりはちゃんは自分が病気だということを知っていたのでしょうか。だとするとゆずりはちゃんの言う友達の誓いというのは自分の中にある病気をその子に移すということなのでしょうか。あ、これは私がこうなんじゃないかなと勝手に想像していただけなので真に受けないでくださいね。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Heute wird meine Tochter heiraten. Hört euch meine chaotische Lebensgeschichte an, wie sich die letzten 25 Jahre abgespielt haben. Vor 25 Jahren war ich 24 Jahre alt und hatte seit 2 Jahren gearbeitet. Hey Kuroki! Sind die Dokumente für das Meeting schon fertig? Sie sind fast fertig! Ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt zu arbeiten und es war ein täglicher Kampf. Eines Tages... Oh, du bist es, Papa. Es ist ungewöhnlich, dass du anrufst. Entschuldige, dass ich dich auf der Arbeit anrufe. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Kannst du am Wochenende vorbeikommen? Klar, was ist los? Es geht um Akane. Akane war meine ältere Schwester. Sie lebte ihr Leben frei und rücksichtslos. Als wir Kinder waren, hat sie mich oft gepiesackt. An diesem Wochenende fuhr ich zu meinen Eltern. Ich bin da! Aber... Oh, willkommen! Da! Willkommen zurück! Hä? Auf mich wartete nicht meine Schwester, sondern ein Baby, das gerade angefangen hat zu laufen. Da! Warte, was ist hier los? Das ist Yuri. Sie ist Akanes Tochter. Sie sagten, dass Akane plötzlich bei ihnen auftauchte. Dieses Baby! Ich will es nicht mehr. Du kannst es haben! Als sie das gesagt hatte, verließ sie Yuri und kam nie wieder. Wir kannten den Vater nicht und wussten nicht, wohin sie danach ging. Alles, was wir hatten, war der Name des Mädchens und das Kinderuntersuchungsheft mit den medizinischen Angaben. Wir möchten sie hier großziehen, aber ich gehe nächstes Jahr an den Ruhestand und die Gesundheit deiner Mutter ist schlecht. Es ist grausam, aber wir denken darüber nach, sie in ein Waisenhaus zu geben. Ich habe mich entschieden. Es ist okay, Yuri. Ich werde sie großziehen. Hä? Sag nicht so was Verrücktes. Du hast deine Arbeit und dein eigenes Privatleben. Das ist richtig. Weißt du, wie schwer es ist, ein Kind großzuziehen? Ich habe mich schon entschieden. Mach dir keine Sorgen, Yuri. Ich werde sicherstellen, dass du ein glückliches Leben hast. Oh. Und so wurde Yuri meine Tochter. Ich habe umgehend die Adoptionspapiere organisiert und die Dokumente für meine Firma. Ich zog aus meiner Wohnung aus und pendelte eine Weile vom Haus zu meiner Eltern. Als ich meinem Bereichsleiter alles sagte, du hättest es vorher sagen sollen. Ich werde mit dem Chef sprechen. Mit seiner Hilfe konnte ich in ein Haus der Firma ziehen. Danach begann endlich mein Leben und das meiner Tochter. Tata! Mein Bereichsleiter wohnte nebenan und als einige meiner Kollegen heirateten und einzogen... Lass uns wissen, wenn du Probleme hast. Zögere nicht, uns anzurufen. Hatte ich ein großes Netzwerk an Unterstützung für die Arbeit und Kinderpflege. Es gab viele schöne, aber auch schlechte Zeiten. Was? 40 Grad Fieber? Eine Nacht, als meine Tochter 40 Grad Fieber hatte, fuhr uns der Bereichsleiter ins Krankenhaus. Vielen Dank. Wir müssen uns beeilen. Pass auf Yuri auf. Unsere tägliche Routine war so. 6 Uhr aufstehen, dann Wäsche, Mittagessen vorbereiten, Frühstück vorbereiten, putzen und Yuri für die Kita fertig machen. Yuri zur Kita bringen und dann zur Arbeit fahren. Um 19 Uhr dann Yuri abholen, dann bis 21 Uhr Badezeit, Abendessen spielen und dann ab ins Bett. Wenn all dies erledigt war, konnte ich endlich mein eigenes Abendessen essen und den Rest meiner Arbeit erledigen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so ermüdend sein konnte. Ich muss das Beste für meine Tochter tun. Dieser Gedanke war alles, was ich brauchte, um weiterzumachen. Dann als Yuri anfing zu sprechen... Hallo, Papa. Warum hat Yuri kein Mama? Fragte sie mich endlich diese Frage. Deine Mama lebt im Himmel. Es tat weh, meiner Tochter solch eine Lüge zu erzählen. Die Tage zogen ins Land. Haha, Yuri, Glückwunsch! Bereichsleiter? Glückwunsch zur Beförderung zum Abteilungsleiter! Den haben wir zusammen gemacht. Sie schloss die Mittelschule ab und ging zur Highschool. Schließlich... Papa! Ich habe diese Papiere auf deinem Schreibtisch gefunden. Bin ich adoptiert? Fand Yuri die Wahrheit heraus. Ich brach zusammen und erklärte ihr alles. Dass ich nicht ihr richtiger Vater war, sondern ihr Onkel.
dass ihre Mutter sie verlassen hat. Juri hörte leise zu und schaute mich mit roten, geschwollenen Augen an. Sie wird mich wahrscheinlich nicht mehr Papa nennen. Papa? Hä? Vielen Dank, dass du mich großgezogen hast. Vielen Dank! Meine Tochter akzeptierte die Wahrheit und mich als ihren Vater. Und dann? Ich verspreche, Juri glücklich zu machen. Wurde mir eine Last von den Schultern genommen. Bitte mach meine Tochter glücklicher, als sie es je war. Kommen wir nun zum glücklichsten Tag im Leben meiner Tochter. Es ist so schön. Ich freue mich so für dich, Juri. Abteilungsleiter, du weinst so viel. Du weinst genauso viel. Als nächstes wird die Braut den Brief vorlesen, den sie ihrem Vater geschrieben hat. An meinen Vater. Als ich erfuhr, dass du nicht mein leiblicher Vater bist, war ich geschockt. Aber mehr als das war ich glücklich, dass du mich großgezogen hast. Du hast meinetwegen so hart gearbeitet und gelitten und du hast dir so viele Sorgen um mich gemacht. Nachdem du beschlossen hattest, mich großzuziehen. Vielen Dank, Papa. Ich weiß, dass ich ein glückliches Leben haben werde. Danke für alles. Egal, was passiert, ich werde glücklich sein. Danke, Papa. Ich liebe dich. Juri, ich sollte derjenige sein, der dir dankt. Danke für die besten 25 Jahre meines Lebens. Ah, Papa! Wir sind zu Hause! Es ist eine Weile her. Opa. Bitte seid für immer glücklich. Willkommen zurück. Dein Glück ist mein Glück. ご視聴いただきありがとうございました。このお姉さんは一体どんな気持ちでお子さんを産んだんですかね。せっかく名前までつけて歩けるほどまで育てられたというのに、突然やってきてあげるなんて、おもちゃだと勘違いしているんですかね。もしそんな考えの持ち主なのだとしたら、お前ら人間じゃねえと思いました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etta Chan hat's gesehen. Ich bin Tachibana. Ich habe eine Frau und zwei kleine Kinder. Wir sind nicht wirklich wohlhabend, aber die Kinder sind süß und bis jetzt haben wir ein glückliches Leben. Aber... Akane! Du betrügst mich in diesem Alter! Schämst du dich denn nicht? Was? Bin wirklich ich die, die einen Fehler begangen hat? Du bist immer nur mit Arbeiten beschäftigt. Du hast mich in 5 Jahren nicht einmal mehr angefasst. Ich bin immer noch eine Frau mit ihren Bedürfnissen. Aber vorher bist du eine Mutter! Das stimmt doch, oder nicht? Eine Mutter muss sich immer für ihre Familie opfern, richtig? Aber ich... Was ist jetzt los? Krankheit vortäuschen, damit du hier rauskommst? Es ist nichts. Scheide dich doch! Mach, was du willst! Aber die Kinder bekommst du nicht! Mann, warum hat sie nur so was Selbstsüchtiges getan? Du wirst den Wunsch deiner Scheidung schon noch bekommen. Aber diese beiden hier bekommst du nicht. Der Tag danach. Was ist es diesmal? Ich bin auf der Arbeit. Was willst du? Was? Im Krankenhaus? Ihre Frau, ich möchte Ihnen das wirklich nicht sagen, aber Ihre Frau hat fortgeschrittenen Brustkrebs und hat nicht mehr als 6 Monate zu leben. 6 Monate? Haben Sie das meiner Frau gesagt? Nein. Ich überlasse das Ihnen. Tun Sie das, was Sie für richtig halten. Akane. Das ist meine Bestrafung, nicht wahr? Muss sich gut anfühlen, oder? Passiert dir recht? Irgend sowas in der Art? Hör jetzt endlich auf! Bitte, hör auf. Du warst immer zu einfach zu durchschauen. Hey. Was? Ich habe nicht das Recht dazu. Aber ich habe eine Bitte. Dann verließ sie diese Welt und vertraute mir ihre letzte Bitte an. Mama! Sie wurde nur 42, oder? Wie traurig. Es muss wirklich so hart sein zu wissen, dass man 2 kleine Kinder hinterlässt. Dann, 49 Tage nach ihrem Tod? Na gut.
Dann legen wir mal los. Ich komme Akamatsu. Am nächsten Tag kam ich am Haus des Liebhabers meiner letzten Frau. Hä? Du kommst aus dem Nichts und forderst von mir Schmerzensgeld. Fahr zur Hölle, du geldgieriger Bastard. Akane ist tot, oder? Wir sind schon über die Verjährungsfrist hinaus. Über die Verjährungsfrist hinaus? Du bist ziemlich mutig, das von mir und deiner Frau zu sagen. Hey, Schatz. Ich dachte mir schon, dass etwas nicht stimmt. Also hast du mich betrogen? Nein, es war... Du hast es falsch verstanden, es bedeutet nichts! Nichts? Du kleines Stück! Geschieht dir recht. Das ist es, mach nur weiter so, ich hab alles auf Band. Selbst nach diesem Tag schwor er niemals einen Cent zu zahlen. Das ist alles deine Schuld, du Bastard! Aber nachdem ich mir einen Anwalt zulegte und vor Gericht ging... Das Ergebnis war, dass er mir 10.000 Euro zahlte und seine Frau bekam das Haus, den Mercedes und eine Scheidung. Ich informierte auch seine Firma, dass er eine Affäre mit einer verheirateten Frau hatte. So verlor er auch seinen Job. Seine Ex-Frau zufolge fährt er jetzt einen Truck und muss 1.200 jeden Monat an Unterhalt zahlen. Es ist endlich alles vorbei. Ich hab auch geholfen. Oh, lass mich mal sehen. Wow, das ist super. Du bist bestimmt eine Chefköchin in Zukunft. Wirklich? Probier auch mal, Mama. Das ist großartig. Was? Eine Bitte? Ich möchte mich nach alledem nicht scheiden. Warum hast du dann? Ich bezahle jeden Monat einen Betrag an die Lebensversicherung. Ich habe das abgeschlossen, schon bevor wir verheiratet waren. Wenn du dich scheiden lässt, wirst du das Geld nicht bekommen. Wenn ich sterbe, erhältst du 800.000 Dollar. Hä? 800? Du wirst das Geld für das Darlehen des Hauses und für die Bildung der Kinder benutzen. Und du wirst alles sparen, was davon übrig bleibt. Verschwende es nicht. Von nun an musst du nicht mehr so viel arbeiten. Du kannst mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Okay, ich verstehe. Aber warum scheidest du mich einfach nicht und überlässt das Geld den Kindern? Hast du mich nicht? Ja, ich habe dich betrogen, um dir heimzuzahlen, dass du mir nie Aufmerksamkeit geschenkt hast. Aber als ich erfuhr, dass ich Krebs habe, konnte ich nur noch an dich und an die Kinder denken. Schließlich habe ich bemerkt, was für eine grauenhafte Tat ich dir angetan habe und was für eine schlechte Mutter ich doch geworden bin. Akane. Schatz, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wenn ich könnte, würde ich alles wieder in Ordnung bringen. Ich möchte nur mit dir und den Kindern bleiben. Es tut mir leid, es tut mir leid. Akane entschuldigte sich weiter, bis sie starb. Kaputt. Wir müssen Mama auch mitnehmen. Was sie tat, war falsch, aber auch ich begann einen Fehler, indem ich sie für so eine lange Zeit ignorierte. Ich werde mein Bedauern mein Leben lang mit mir tragen. Das Meer! Meer! Okay, los geht's! Ich werde auf dieser Seite dafür büßen und lass es uns besser machen, wenn wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Los, 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 los! Los, los! Deal, Akane. ご視聴いただきありがとうございました。うん、今まで奴隷のようにひどく扱ってきたのに、自分が裏切られた途端に手のひらくるくるくるですか。都合のいいことしか考えてないんですね。プンプンですよ、プンプン。それにしても愛人さんも愛人さんでどこに行ってしまったんですかね。その後の隣の旦那さんの行方といい、愛人さんの行方といい、謎は残ったままですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもスカッとした方。Etta-chan hat's gesehen. Neulich ist eine Familie mit 4 Söhnen nebenan eingezogen. Ältester Sohn, 18 Jahre alt. Zweitältester Sohn, 17 Jahre alt. Drittältester Sohn, 16 Jahre alt. Jüngster Sohn, 7 Jahre alt. Da sitzen sie wieder vor dem Laden. Bleib weg.
Die älteren drei Söhne sind welche von der kriminellen Sorte. Oh, das ist doch Kuroki, der Jüngste. Ich glaube, er ist in derselben Klasse wie mein Sohn. Er wandert immer alleine in der Dunkelheit herum. Ah, ich muss ihn wohl erschreckt haben. Mama, ich habe gestern Kuroki im Park gesehen. Oh, hast du mit ihm gespielt? Nein, ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er ist dann einfach weggerannt und hat sich versteckt. Seine Haare und seine Klamotten sind sehr schmutzig. Wir nennen ihn den Geist. Hey, sag so etwas nicht. Einige Tage später. Ah! Alles in Ordnung? Was ist passiert? Ah, Karin, es tut mir leid. Es ist nur so, dass dieser Junge in unserem Garten ist und ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Ich habe mich erschrocken. Was macht ein Junge wie er um diese Uhrzeit noch draußen? Wo sind seine Eltern? Vielleicht sollte ich etwas sagen. Im nächsten Nachbarschaftstreffen spreche ich seine Mutter an. Und so tat ich es auch. Aber... Okay, also kümmerst du dich um ihn? Wie bitte? Nachbarn helfen einander, oder nicht? Danke! Ich konnte kein normales Gespräch mit ihr führen. Ich habe die Polizei und das Jugendamt verständigt. Aber sie wollten nicht helfen. Alles, was ich tun konnte, war ihn aus der Entfernung zu beobachten. 2 Monate später. Ich komme! Die Klasse meines Sohnes geht morgen auf einen Ausflug. Ah, der älteste Sohn steht vor meiner Haustür. Was will er? Wo kann ich einen Rucksack, eine Picknickdecke und eine Brotbox für Kinder kaufen? Was? Einen Rucksack und eine Brotbox kaufst du im Laden vor dem Bahnhof. Eine Picknickdecke findest du im 1-Euro-Laden. Du solltest alles für unter 50 Euro bekommen. Danke. Am nächsten Tag. Dank dir konnte mein Bruder auf den Ausflug gehen. Hier, nimm das. Kein Problem. Wie ich es mir dachte, hat er alles für Kuroki gekauft. Die anderen Brüder kamen auch vorbei. Wo kann ich Schreibutensilien kaufen? Wo kann ich Kinderklamotten kaufen? Wir müssen für die Schule Lappen besorgen. Wo kaufe ich das? Jedes Mal, wenn ich ihnen half, kamen sie am nächsten Tag wieder und kauften mir etwas. Hier, Süßigkeiten von den Jungs von nebenan. Yay! Und so hörte Kuroki auf, sich nachts rumzutreiben. Ah, hallo. Hey. Lass uns Fußball spielen. Es ist gut, dass du dich um deinen kleinen Bruder kümmerst. Sind eure Eltern beschäftigt? Nun ja, wir haben verschiedene Eltern. Oh. Die älteren beiden und ich haben dieselbe Mutter. Kuroki ist der Sohn unseres Schwiegervaters. Deswegen ignoriert ihn unsere Mutter. Unser Schwiegervater ist nutzlos. Also haben wir uns entschieden, dass wir uns um ihn kümmern. Als er auf den Ausflug gehen musste. Was ist das? Ein Ausflugreiseführer? Du gehst morgen auf einen Ausflug? Hast du einen Rucksack und eine Trinkflasche? Du willst diese Sachen nehmen? Also sind wir raus und haben ihm alles besorgt. Wir kauften ihm sogar was zu essen und machten ihm am Morgen eine Essensbox zum Mitnehmen. Unsere Mutter hat sich nicht um uns gekümmert, als wir noch klein waren. Immer, wenn ihr Freund vorbeikam, hat sie uns aus dem Haus geworfen. Genau wie bei Kuroki hat sie uns auch nicht geholfen, auf einen Ausflug zu gehen. Wir konnten es nicht ertragen, ihn so zu sehen. Wir möchten nicht, dass er dasselbe durchmacht wie wir. Die älteren Brüder hörten danach auf, die Bad Boys zu spielen. Ich sah die 4 oft zusammen spazieren. Hey, fertig mit Einkaufen? Ja, wir haben den Kleinen einen Mantel gekauft. Hey, Kuroki, du siehst glücklich aus. Ja. Ich freue mich für dich, Kuroki. Was für gute Brüder du doch hast. ご視聴いただきありがとうございました。子供に何も罪はないのに、その上元気に生まれてきたことだけでもありがたいことなのに、そんな子供をほったらかしにするなんて許せませんね。お兄さんたちは反面教師にしてくれてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Ich bin Karin. All das passierte vor 10 Jahren. Damals war ich eingeschlossen. Es passierte viel in der Highschool und ich konnte 4 Jahre nicht raus. Dann eines Tages. Rin-san, können wir uns treffen?
Ich denke, ich verstehe, was du durchmachst. Ich denke nicht, dass es gut für dich ist. Und vor allem möchte ich dich persönlich treffen. Ich verspreche, dich so gut wie möglich zu unterstützen. Denkst du bitte darüber nach? Kuro. Es war die Nachricht eines Freundes, den ich bei einem Videospiel kennengelernt hatte. Ich habe Angst, aber ich möchte ihn auch sehen. Rinson. Mama, schau dir die mal an. Ja? Das waren die einzigen sauberen Kleider, die ich hatte. Entschuldige, wenn ich rieche. Ich nahm jedoch ein Bad. Mein Haar ist total durcheinander. Was sage ich? Und meine Haut ist auch eine Katastrophe. Hä? Endlich! Danke, dass du gekommen bist, Rinson. Wenn du Kleider brauchst, lass uns shoppen gehen. Wir können die Haare beim Friseur richten. Und falls du etwas für deine Haut tun möchtest, gibt es immer noch Make-up. Deshalb bin ich hier, um dich zu unterstützen. Ich musste dich sehen, um das tun zu können, nicht wahr? Danke, dass du gekommen bist. Ich bekam mein Leben wieder auf die Reihe. Du siehst gut aus. Prinzessin! Wunderbar! Rinson, du siehst fantastisch aus. Meine Eltern waren auch glücklich. Wir müssen Kuro-san für alles danken. Aber nicht lange. Karin, wie lange triffst du dich mit jemandem, den du online kennengelernt hast? Meine Eltern versuchten, mich davon zu überzeugen, mit ihm Schluss zu machen. Ich konnte buchstäblich nicht ohne ihn leben. Ich liebe ihn. Was macht es schon, dass ich ihn online kennengelernt habe? Warum sagst du das? Er ist so ein guter Mensch. Karin! Ich ran weg von zu Hause und zu ihm. Karin, das ist nicht gut. Es wird nur noch schlimmer werden. Lass uns heiraten und es offiziell machen. Das ist es, was wir tun müssen. Am nächsten Tag gingen wir zu meinen Eltern, um ihren Segen zu erhalten. Aber dann... Absolut nicht! Du und Karin heiraten? Absolut nicht! Vater! Nenn mich nicht so! Verschwinde! Verschwinde sofort! Wenn ihr heiratet, erhängen wir uns! Ich habe sie so noch nie gesehen. Es war schockierend, sie so zu sehen. Entschuldige. Das hatte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. So habe ich sie noch nie gesehen. Wir haben keine Wahl. Wir beschlossen, sie mit der Zeit zu überzeugen. Wir gingen in die Stadt, um unsere Heiratsdokumente zu übergeben. Aber dann geschah das Unvorstellbare. Wir können das nicht bearbeiten. Hier steht, dass Karin-san schon verheiratet ist. Was? Das war das erste Mal, dass ich so etwas hörte. Aber es stimmte. Ich war verheiratet. Sogar mein Nachname war verändert. Ich war mit irgendeinem alten Verwandten verheiratet, den ich noch nie getroffen hatte. Dann verstand ich es. Jetzt weiß ich, warum meine Eltern gegen unsere Ehe waren. Dieser alte Mann war wohlhabend und meine Eltern hatten ihr eigenes Geschäft. Meine Eltern hatten diese Scheinehe arrangiert, um für ihr eigenes Geschäft davon zu profitieren. Ich erfuhr auch, dass dieser alte Mann im Sterben lag. Er hatte nicht mehr lange zu leben und konnte nicht mal mehr sprechen. Sein Sohn wollte das Geschäft nicht übernehmen und hatte schon sein Erbe ausgeschlagen. Der alte Mann hatte offensichtlich Vermögen, das nur meinen Eltern zugutekommen konnte. Auch andere Verwandte hatten Anteil daran. Als ich eingeschlossen war, waren meine Eltern wirklich nett zu mir. Mach dir darüber keine Gedanken. Aber für sie war es gut, mich einzuschließen. Danke. Ich entschied mich, meine Eltern zu verlassen. Ihre letzten Worte waren... Wir brauchten das Geld, um für dich zu sorgen. Isoliert wie du warst. Wir versuchten, Geld für die Zukunft zu verdienen. Ich konnte die Ehe nicht auflösen. Als die Hochzeitspapiere eingereicht wurden, kannten nur meine Eltern mein Alibi. Andere Verwandte waren auch verstrickt darin, so dass ich keinen Beweis hatte, dass sie gelogen hatten. Ich war auch überrascht, als sie mir sagten, dass sie heiraten würden. Nun, das ist wohl eines dieser sogenannten Mai-Dezember-Paare. Ich gab auf und bat den Sohn des alten Mannes um Hilfe. Mit seiner Hilfe beantragte ich die Scheidung und heiratete Kuro als geschiedene Frau. Ich habe viel durchgemacht. Dinge, die mir in der Highschool passiert sind, die 4 Jahre, die ich eingeschlossen war.
und meine Eltern, die mich für ihren Vorteil ausnutzten. Aber... Endlich! Danke, dass du gekommen bist, Rinsan. Was? Nichts. Lass uns Videospiele spielen. In Ordnung. Jetzt, wo ich ihn habe, denke ich, dass es all das wert war. ご視聴いただきありがとうございました。勝手に席を入れられてるって考えたらすごく怖いですね。身内で仕込まれたら絶対気づかないでしょうしね。それにしても、どんな出会い方だったとしても、幸せになれる相手と出会えるなんて素晴らしいことだと思いませんか？いつかは私もそんな人が現れたらいいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。 また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Edward-chan, hat's gesehen. Seit meiner frühesten Erinnerung bis zum Ende des Kindergartens war meine Familie wirklich groß. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Herr Tachibana und seine Familie, Herr Hiraki und seine Familie, Herr Akamatsu und seine Familie und Großmutter. Mit allen zusammen bestand unsere Familie aus 18 Leuten. All die anderen Kinder gingen nicht zur Schule. Daher war es seltsam, dass ich in den Kindergarten ging. Von allen Kindern war die Tochter von Herrn Tachibana unsere Anführerin. Sie war alt genug für die 4. oder 5. Klasse. Aber sie ging nicht zur Schule. Du musst gehorchen, was ich auch sage. Für die Kinder, die nicht zur Schule oder in den Kindergarten gingen und nicht mit den Kindern außerhalb der Familie spielten, war Akanes Wort Gesetz. In unserem Haus war Großmutter am mächtigsten. Für uns Kinder war Akane am mächtigsten. Dies war in Stein gemeißelt. Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte Akane einen neuen Klassenlehrer, der mit Leidenschaft unterrichtete. Der Lehrer sorgte sich um Akane, da sie nicht zur Schule ging. Und kam oft zu uns nach Hause. Wer das wohl sein mag? Wahrscheinlich ist es Akanis Lehrer. Er kommt jeden Tag. Ich habe ihm schon gesagt, dass es Akane gut geht. Oh, wie ärgerlich. Er belästigt Großmutter. Wir müssen alles daran setzen, ihn zu vertreiben. Da Großmutters Wort über allem stand, stimmten alle Erwachsenen sofort zu. Danach, immer wenn Akanis Lehrer kam... Bezüglich Akane. Sie wieder! Sie sind hartnäckig. Ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht sofort gehen. Okay, Kinder. Dieser Mann ist ein schlechter Mann. Ihr könnt alles tun, was ihr wollt, um ihn zu vertreiben. Unter der Aufsicht der Erwachsenen schossen die Kinder mit Luftpistolen vom 2. Stock auf den Lehrer. Lass uns das hier abwerfen. Ah, Knallkörper! Los geht's. Hä? Ah! Alle lachten, aber ich hatte Angst. Hier bekommst du es. Ich konnte den anderen nicht widersprechen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Yuri, du bist in letzter Zeit nicht du selbst. Was ist los? Fräulein Karin. Ich erzählte meiner Kindergärtnerin, was geschehen war. Und auch von den anderen Dingen, die zu Hause passierten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was danach passierte. Aber meine Familie brach auseinander und trennte sich. Was uns betraf, verließen wir, das heißt mein Vater, mein Bruder und ich, unsere Mutter und zogen in eine weit entfernte Präfektur. Als einige Zeit vergangen war, ich frage mich, worum es dabei ging. War es ein Traum? Ich konnte nicht aufhören zu grübeln. Einige Jahrzehnte gingen ins Land. Mein Vater starb. Bei seiner Trauerfeier kam das Thema zufällig auf, als ich mit meinem Bruder sprach. Yuri, du warst damals so jung, du hast es wahrscheinlich nicht verstanden. Das waren keine Verwandte oder Familienmitglieder. Es war eine religiöse Sekte. Die Person, die du für unsere Großmutter hieltest, war die Sektenführerin. Alle anderen waren Anbeter. Aber als du deiner Kindergärtnerin erzählt hast, was los war, war das der Anfang vom Ende und die Sekte brach auseinander. Mein Bruder sagte, dass durch mein Gespräch mit der Kindergärtnerin
die Erwachsenen angezeigt wurden, da sie uns nicht zur Schule schickten und auch wegen häuslicher Gewalt. Das ist es also. Ich habe nie etwas davon bemerkt. Ich auch nicht. Ich dachte an diese Zeit immer wie an einen Traum. Und meine Mutter? Sie blieb bei dieser Sekte und hat sich nie entschlossen zu gehen. ご視聴いただきありがとうございました。幼い頃に経験したことってちゃんと覚えていないことが多いですよね。私もあれって夢だったのかなと思うことがたくさんありますね。皆さんは何か夢だったのかなと思うようなことはありましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etrachan hat's gesehen. Das ist die Geschichte eines dummen Fehlers aus meiner Vergangenheit. Ich bin aus einem kleinen Dorf aus dem Norden der Kanto-Region. Ich habe oft mit meinen zwei Kindheitsfreunden gespielt, Akamatsu und Kuroki. Akamatsu sah gut aus und war intelligent. Sein Spitzname in der Nachbarschaft war der Prinz. Kuroki war nicht wirklich gut aussehend und auch nicht wirklich clever. Aber er war gutherzig, ehrlich und er wurde von den Älteren respektiert. Dankeschön. Die Chance, Akamatsu weiterhin zu sehen, sank allmählich, nachdem er in eine andere Klasse eingeteilt worden ist. Den Kontakt verloren wir komplett, nachdem er an einem Gymnasium in der Stadt angenommen worden ist. Kuroki und ich gingen auf dieselbe Mittelschule und auf dieselbe Oberschule. Auch nach dem Abschluss haben sich unsere Wege gekreuzt. Wir sehen uns des Öfteren, da wir beide noch bei unseren Eltern wohnen. Jedenfalls, nachdem wir beide gearbeitet haben. Hi, Kuroki, was geht? Suzuchi, hast du gerade Zeit zum Reden? Ja. Hättest du nächste Woche Zeit, mit mir einen Film anzuschauen? Okay. Kuroki begann damit, mich immer öfter einzuladen. Kuroki war schon immer sehr nett zu mir, seitdem wir Kinder waren. Und unsere Eltern. Es wird bald Zeit für die beiden, oder nicht? Unsere Eltern erwarteten, dass wir zusammenkommen. Aber... Bye bye. Kuroki würde mir nicht seine Gefühle gestehen. Selbst wenn er es tun würde, wüsste ich nicht, wie ich fühlen würde. Wir haben so viel Zeit gemeinsam verbracht. Vielleicht wäre es besser, wenn wir einfach Freunde bleiben. Das ist als... Suzuchi, lange nicht mehr gesehen. Erinnerst du dich noch an mich? Akamatsu tauchte plötzlich auf. Du bist also zu Besuch gekommen, während du Ferien hast. Ja, ich dachte, es wäre besser, mal zurückzukommen und mich zu Hause blicken zu lassen. Es hat mich einfach zurückgebracht. Wir haben oft zusammen hier im Park gespielt, weißt du noch? Der Park hat sich gar nicht verändert. Aber du hast dich verändert. Wie erwartet, bist du noch hübscher geworden. Eigentlich mochte ich Akamatsu. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich eine Chance bei ihm hätte und gab auf. Suzuchi. Ich hörte von meinen Eltern, dass er einen guten Job in einer guten Firma hat und nahm an, er würde ein Model heiraten oder sowas in der Art. Um ehrlich zu sein, habe ich dich schon immer geliebt. Willst du mich heiraten? Hä? Was? Ich hätte niemals gedacht, dass Akamatsu kommen würde, um mich zu holen. Warte, was ist mit Kuroki? Bitte lass mich etwas darüber nachdenken. Ich möchte wirklich nicht so darüber nachdenken, aber... Freundlichkeit. Aussehen. Karriere. Und der Erste, der mir seine Liebe gestand. Wer gefällt mir? Oh, es tut mir leid, Kuroki. Und so verlobte ich mich mit Akamatsu. Mit schwerem Herzen verließ ich Kuroki. Ich verstehe. Ich hoffe, du bist glücklich. Eigentlich... Er akzeptierte es, während er versteckte, wie schockiert er war. Nach einem Jahr heirateten Akamatsu und ich in unserer Heimatstadt und zogen dann nach Tokio. Weil er Kinder wollte, wurde ich nicht lange nach der Hochzeit schwanger. Es war die schönste Zeit in unserem Leben. Oder sollte es wenigstens werden. Ich konnte niemals ganz meine Schuldgefühle für Kuroki ablegen. Ich wunderte mich, ob es ihm gut geht. Etwa im 4. Monat meiner Schwangerschaft... Kuroki ist verheiratet? Ja, ist er. Ich bekam einen Anruf von meiner Mutter.
Es stellte sich raus, dass Kurokis Verlobte eine hübsche Tochter einer wohlhabenden Familie ist, die an einer renommierten Universität abgeschlossen hat. Suzuchi? Ich war nicht in der Lage zu antworten. Aber irgendwo in meinem Herzen freute ich mich, nachdem ich diese Nachricht gehört habe. Aber... Willkommen zu Hause, mein Schatz! Ich habe heute gehört, dass... Halt deinen Mund und mach mir was zu essen. Hä? Von diesem Moment an begann Akamatsu sich zu verändern. Die Tage, in denen er nett war, verschwanden im Fluge, als er anfing, mich für alles zu kritisieren. Du bist nutzlos! Hast du etwa vergessen, mir Alkohol zu kaufen? In der Mitte der Nacht? Ist mir egal! Kauf es jetzt! Er war dauerhaft wütend und sah oft blass aus, als er eines Nachts nach Hause kam. Ah! Plötzlich bewarf er mich mit Essen und einer Blumenvase. Akamatsu! Mach dir nichts vor! Ich habe dich nie geliebt! Kuroki sagt, er mag dich, deswegen stahl ich dich von ihm! Kuroki? Deswegen habe ich dich mitgenommen. Und du bist sogar schwanger geworden. Also wie zum Teufel hat er trotzdem noch das gute Mädchen bekommen? Stirb einfach! Du und Kuroki, beeilt euch und stirbt! Verschwinde und stirb! Verschwinde und stirb! Als ich seinen Beleidigungen geschockt weiter zuhörte, verlor ich langsam das Bewusstsein und fiel in Ohnmacht. Ich bin nicht sicher, ob das der Grund war. Aber kurz darauf verlor ich das Baby. Das ist alles nur passiert, weil Akamatsu so sehr besessen davon war, besser als Kuroki zu sein. Ich hatte nicht den Mut, um zu gestehen, was ich fühle. Kuroki erzählte Akamatsu, dass er um meine Hand anhalten wollte. Also kam er und stahl mich. Er tat das alles nur, damit Kuroki leidet. Als er herausfand, dass Kuroki, der eigentlich am Verzweifeln sein sollte, geheiratet hat, machte ihn das verrückt. Er ging geradewegs zu der Verlobten von Kuroki und versuchte auch sie ihm zu stehlen. Würdest du damit aufhören? Ich habe bereits einen guten Mann in meinem Leben, namens Kuroki. Aber sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. In dieser Nacht kam seine ganze Wut hervor. Nachdem haben wir uns geschieden. Akamatsu wandte sich weiterhin seiner Besessenheit zu, was ihn vor Gericht brachte. Ich hasse dich! Stirb, Kuroki! Ich bin nicht sicher, wo er jetzt ist, aber ich hörte, dass er in Haft sei. Ich kehrte zurück zu meinen Eltern, sperrte mich in meinem Zimmer ein und weinte die ganze Zeit. Das dumme Mädchen, sie kennt sich überhaupt nicht mit Männern aus. Sie tut mir wirklich leid, dass es so um sie gekommen ist. Die Gedanken breiteten sich in mir aus. Nun habe ich mein Zuhause verlassen. Ich bin zu Hause. Willkommen zurück. Gegrilltes Hühnchen war im Angebot, also habe ich davon etwas mitgebracht. Ah, das sieht gut aus. Und lebe glücklich mit meinem jetzigen Ehemann. Er akzeptierte mich, obwohl er die peinliche Wahrheit über mich erfuhr. Kuroki baute sich ein Zuhause in seiner Heimatstadt auf und lebt glücklich mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Ich weiß nicht, wie Akamatsu so besessen von Kuroki geworden ist. Ich möchte nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. ご視聴いただきありがとうございました。コンプレックスを抱くのは勝手だとは思いますけど、人を巻き込まないでほしいですね。人の行為も踏みにじったりと、弁解も何もできませんね。もしかすると、その人柄がコンプレックスだったんですかね。何にせよ、そのせいで子供を一人亡くしてしまったことを自覚してほしいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。 また、自分にもコンプレックスあるよという方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Edgar-chan hat's gesehen. Ich heiße Karin und bin Hausfrau. Vor einigen Jahren, als die Smartphones immer beliebter wurden, geriet ich in eine schwierige Situation. Ah, ich sende zu Tsuchi eine Nachricht. Okay, und schicken. Ich hatte gerade von einem Handy auf ein Smartphone umgestellt, aber ich darf nicht vergessen, die SIM-Karte wieder reinzutun. Aufgrund unterschiedlicher Probleme musste ich immer wieder meine SIM-Karte ins alte Handy stecken, um Nachrichten zu verschicken. Das geht mir so auf den Kranz. In einigen Monaten kannst du komplett auf Smartphone umstellen, oder? Mama, kann ich dein Smartphone benutzen? Ja, aber in der Zwischenzeit ist dieses Smartphone schwer zu benutzen.
Ah, Liebling, ich gehe heute zu Juri und treffe mich mit Freunden. Daher musst du alleine zu Mittag essen. Okay. Am nächsten Tag. Danke für die Einladung. Yay! Ich möchte bald ein Smartphone kaufen, aber die Tarife sind zu teuer. Daher kann ich mich nicht entscheiden. Das dachte ich auch, aber du bekommst ein Datenpaket und der Festpreis ist viel günstiger, als du vielleicht glaubst. Wirklich? Vielleicht kann ich mir auch ein Smartphone leisten. Ja, definitiv. Ihr seid alles sehr naiv. Hä? Ihr denkt nur, weil es ein Datenpaket ist, wird es günstig. Aber wenn man genauer nachdenkt, wird es Monate geben, wo ihr nicht viele Daten braucht und dennoch den Festpreis zahlen müsst. Findet ihr das nicht, dass das Verschwendung ist? Nun, so kann man es natürlich auch sehen. Ich habe ein Smartphone und zahle für kein Datenpaket. Nur für den monatlichen Verbrauch. Ah, aber ich schicke keine Bilder und nichts mit Emojis. Das zieht zu viele Daten. Jetzt aber, wenn es dich so beunruhigt, warum willst du überhaupt ein Smartphone? Es ist schon spät geworden. Sorry, Katsura, aber lass uns in den Laden gehen, bevor wir heimgehen. Okay. Wir sind daheim. Bin daheim. Willkommen zurück. Ich sollte Jure eine Nachricht schicken und mich für den heutigen Tag bedanken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine SIM-Karte im Smartphone war. Was? Mein Smartphone ist weg? Hast du es bei deiner Freundin vergessen? Ach, meine SIM-Karte war noch in meinem alten Handy. Was ein Glück. Ruf deine Freundin wegen deines Smartphones an. Ja. Hallo, Juri? Danke für die Einladung heute. Ja, ich bin gerade daheim angekommen. Ich habe mein Smartphone verloren. Ich dachte, dass ich es vielleicht bei dir vergessen habe. Oh, ich verstehe. Es tut mir leid. Danke trotzdem. Es ist nicht dort. Lass uns den Laden kontaktieren, wo du kurz warst, bevor du heimkamst. Komplette Niederlage. Es tut mir leid. Was machst du? Letzten Endes hatten wir nicht genug Geld, um ein neues Smartphone zu kaufen. Also benutzte ich widerwillig wieder mein altes Handy. Dann, eines Tages... Ja, hallo? Hallo, danke, dass du Asami immer so eine gute Freundin bist. Hier ist der Mann, Akamatsu. Oh, Asamis Mann. Asami ist immer so nett zu mir. Ich weiß, das kommt jetzt sehr plötzlich. Aber meine Frau hat neulich ihre Mobilfunkrechnung bekommen und es betrug mehrere hundert Dollar. Hm? Ist das so? Okay, worum geht es hier? Als ich meine Frau fragte... Ah, Karins Handyrechnung kam zu uns. Das macht keinen Sinn. Ich muss das nicht bezahlen. Was? Meine Frau bekam einen Tobsuchtanfall und wollte mir nicht zuhören. Ich konnte nicht verstehen, warum du darin involviert bist. Ich weiß, es ist unhöflich zu fragen, aber weißt du, wovon sie spricht? Da wir keinen Grund finden konnten, dachten wir, es sei am besten, sich zusammenzusetzen und die Dinge zu besprechen. Wie ich schon sagte, muss ich diese Rechnung nicht bezahlen, denn es ist Karins Telefon. Verzeihung für die Störung. Asami, jetzt beruhige dich! Warum sollte Karins Handyrechnung bei uns ankommen? Deswegen! Das ist das Smartphone, das ich als verloren glaubte. Warum hast du es, Asami? Als wir uns letztes Monat trafen, erzählte Karin von ihrer Datenflat, mit der sie ihr Smartphone so oft nutzen konnte, wie sie wollte. Und als sie auf Toilette war, habe ich mir das Smartphone ausgeliehen. Du hast ihr Smartphone gestohlen? Ich habe es nur ausgeliehen. Hä? Da Asami davor so vorsichtig mit ihren Daten gewesen war, vergaß sie nun alles und nutzte all die Daten, die sie wollte. E-Mail, Internetnutzung, Videos, Telefongespräche. Karin wird ohnehin für die Daten zahlen, also kann ich machen, was ich möchte. Sie ignorierte alle Nachrichten des Mobilfunkanbieters und dachte, dass sie ohnehin nicht für die Rechnung verantwortlich war. Aber Asami... Dieses Telefon hatte keine SIM-Karte, richtig? Stimmt, es hatte keine. Daher musste ich meine eigene SIM-Karte nutzen. Deswegen haben wir die Rechnungen bekommen.
Warum schaut ihr mich so an? Aber warum? Es ist Karins Telefon. Sie hat eine Datenflat und die monatliche Gebühr ist ein Festpreis, oder? Nun, die SIM-Karte in dem Telefon ist Asamis. Daher bist du für die Datennutzung verantwortlich. Das Telefon, das du verwendest, ist lediglich ein Kästchen, in das du die SIM-Karte steckst. Was? Was? Warum? Ich wusste von all dem nichts. Wer braucht so etwas überhaupt? Hä? Mein Smartphone. Ah, du Idiot! All das tut mir wirklich leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Du musst dich nicht bei ihnen entschuldigen. Karin, das ist alles deine Schuld. Jetzt reicht's aber! Autsch! Wir konnten das Gespräch nicht weiterführen. Daher beschlossen wir, es an einem anderen Tag wieder aufzunehmen. Was tust du? Endlich! Mein Smartphone! Asami hat ein Telefon kaputt gemacht, aber sie hat ein neues gekauft. Und sie ist verantwortlich für die Rechnung. Es wird am besten sein, ab jetzt nicht mehr viel mit Asami zu tun zu haben. Sie haben gesagt, dass die Rechnung ungefähr so hoch war wie für einen Gebrauchtwagen. Asami, sie ist schon verrückt, oder? Ihr Mann hatte für ein neues Auto gespart, aber all das Geld ging nun drauf. Asami hat viel für diese Lektion bezahlt. Ich hoffe, sie lernt daraus. Nachdem Asami... Karin, lass mich die Telefonrechnung bezahlen. Es waren ein paar tausend Dollar. Kannst du das glauben? Sie lief umher und verbreitete Gerüchte über den Vorfall. Hä? Meinst Was? Du? Nun, also... Wegen diesen und jenem. Warte, du meinst also... Was ist falsch daran? Sie erzählte die Wahrheit bis ins kleinste Detail und zeigte dadurch gleichzeitig ihre eigenen Fehler. Danach ging jeder auf Abstand und es wurde sehr einsam um Asami. Nun, ich denke, da kann man nichts machen. Morgen, Karin? ご視聴いただきありがとうございました。今まで奴隷のようにひどく扱ってきたのに、自分が裏切られた途端に手のひらくるくるくるですか。 都合のいいことしか考えてないんですね。プンプンですよ、プンプン。それにしても愛人さんもう愛人さんでどこに行ってしまったんですかね。その後の隣の旦那さんの行方といい、愛人さんの行方といい、謎は残ったままですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも救かったした方。発散、発見。 Als ich 9 war, starben meine Eltern bei einem Verkehrsunfall. Papa! Mama! Es ist okay, Tsuzuchi. Kakuruki. Als ich klein war, war der einzige Verwandte, zu dem ich Vertrauen hatte, der jüngere Bruder meines Vaters. Der dritte Sohn der Familie, Onkel Kuroki. Was sollen wir bloß mit Tsuzuchi machen? Ich will sie nicht haben. Wir wollen sie auch nicht. Wir haben genug mit unserem Kind zu tun. Kuroki, was wirst du tun? Dich mag sie am meisten. Er ist erst 23 und noch Single, er kann sich nicht um mein Kind kümmern. Naja, ich denke Hiragi wird sich um sie kümmern müssen. Hä? Ich? Letzten Endes lebte ich bei dem zweiten Sohn der Familie. Meinem Onkel Hiragi und seiner Familie. Aber, Tante, morgen ist Elterntag in der Schule. Meine Existenz in diesem Haus wurde größtenteils ignoriert. Es gab keinen Platz für mich. Ein halbes Jahr war vergangen, seitdem ich aufgenommen worden war. Hurra, Mausland! Du hast nichts vergessen, oder? Beeilt euch, wir fahren. Gute Reise. Sie ließen mich zurück, um sich in einem Freizeitpark zu amüsieren. Bis sie zurückkamen, musste ich das Haus putzen, die Wäsche machen und mich um den Hund kümmern. Dann konnte ich endlich zum Mittag essen. Mausland. Vor 2 Jahren bin ich mit Mama und Papa dorthin gefahren. Ich werde mich einnässen. Das ist richtig. Ich musste eine Stunde lang anstehen, um ein Fahrgeschäft zu fahren und musste dann aufgeben und zur Toilette gehen. Aber Mama und Papa waren überhaupt nicht böse. Es tut mir so leid. Wir versuchen es ein anderes Mal, okay? Danach haben sie mir ein Eis gekauft. Mama. Papa. Sobald ich anfing, mich an Mama und Papa zu erinnern, fühlte ich, dass ich meine Grenzen erreicht hatte.
Ich rannte aus dem Haus zu einem bestimmten Ort. Mit der Adresse einer Neujahrskarte und im Vertrauen auf meine Erinnerung. Ich ging zu... Ich komme! Was? Tsuchi? Onkel Kuroki. Mein Onkel und seine Freundin streichelten sanft meinen Rücken, ließen mich ein Bad nehmen und gaben mir etwas Warmes zu essen. Dann erzählte ich ihnen Stück für Stück, was bis jetzt passiert war. Sie hielten zu mir und sagten, dass ich alles richtig gemacht hatte und dankten mir, dass ich es ihnen sagte. Dann... Ich kann meinem dummen Bruder nicht glauben. Ich werde es ihm zeigen. Was? Warte! Wenn du ihnen sagst, dass ich hier bin, kriege ich Ärger! Das ist okay, keine Sorge. Ah, hallo, Bruder? Kurz nachdem Onkel Kuroki hier angerufen hatte, kamen Onkel Hiraki und seine Familie zurück. Was soll ich tun? Werden sie mich zurückholen? Ich habe alles gehört, du Mistkerl. Was erlaubst du dir eigentlich, dies Tokusas Tochter anzutun? Sie sollte sich nicht beschweren. Wir geben ihr zu essen und wir schlagen sie nicht. Wenn du unzufrieden bist, dann hau ab. Du undankbares Stück. Das ist richtig. Wir wollten die Nacht im Marsland verbringen. Dummes Mädchen. Ihre Eltern sind alleine gestorben. Wirklich, erst sie, dann ihr Kind. Sie schaffen allen nur Probleme. Schön. Da ihr jetzt so viel gesagt habt, werde ich sie großziehen. Wir werden sie großziehen. Ha? Ich werde das Jobangebot bei mir zu Hause ablehnen und heiraten. Wir werden zusammenleben. Wie klingt das? Irgendwelche Beschwerden? Zu dieser Zeit war Karin erst 21 und hatte das College noch nicht abgeschlossen. Was sagst du da? Eine 21-Jährige kann sich nicht um eine 10-Jährige kümmern. Ich werde mich selbst um sie kümmern. Niemals! Außerdem ist es besser für Tsuzuchi, zwei Eltern zu haben, oder? Nun, das stimmt, aber... Glück gehabt! Natürlich waren Karins Eltern gegen die Ehe. Willst du ihre Zukunft wegwerfen? Das erlauben wir nicht! Das ist richtig! Trenne dich von Kuroki! Gib das Glück nicht auf! Wie kannst du sagen, dass wir unglücklich sein werden? Niemand weiß, was als nächstes passiert. Aber Karin gab nicht auf. Am Ende wurde Karins Vater mit den Waffen einer Frau besiegt. Wir versuchen, als Familie glücklich zu sein. Okay? Okay, ich verstehe. Obwohl niemand ihre Entscheidung gut hieß, heirateten Karin und Kuroki und wurden mein Vater und meine Mutter. Danach mussten Mama und Papa viele Schwierigkeiten durchstehen. Wurde sie in der Highschool flachgelegt? Das sind schlechte Leute. Wir ernteten viele neugierige Blicke und wurden viel kritisiert, solch junge Eltern einer 10-Jährigen zu sein. Mutter unterstützte mich, da ich so instabil war. Obwohl mein Vater so viel arbeitete, wie er konnte, um uns drei zu unterstützen, waren unsere Finanzen eine Katastrophe. Endlich, als ich die Mittelschule beendete. Mutter begann Vollzeit zu arbeiten und mein Vater wurde befördert. Finanziell ging es uns gut. Heute bekommt jeder zwei Stück Schweinefleisch! Ich musste mich beim Lernen anstrengen und mein Bestes tun, um Geld zu sparen. Als ich das entschieden hatte, beschloss ich, an eine private Highschool zu gehen. Denn das sind Schulen mit Stipendien, die für alle Ausbildungskosten aufkommen. Ich denke, meine Eltern haben von unseren Verwandten viele unterschiedliche Meinungen gehört. Privat? Du machst Witze! Schick sie arbeiten! Du bist unglaublich. Ich erhielt kein komplettes Stipendium, aber ich bekam ein Teilstipendium. Während meines zweiten Jahres an der Highschool. Sie ist so süß! Wurde meine Schwester geboren. Okay, Tsuzuchi, bitte halt sie. Okay! Sie ist so klein und so niedlich. Es war wahrscheinlich meine Schuld, dass meine Eltern nicht früher Kinder bekamen, aber... Ich freute mich wirklich, als meine Schwester geboren wurde. Aber dann... Zimmer 203. Hier ist es. Oh, Tsuzuchi. Lange nicht mehr gesehen. Ein privates Zimmer. Ich würde sagen, es ist okay. Diese Leute tauchten in dem Krankenhaus auf, wo meine Mutter und Schwester lagen. Warum seid ihr hier? Was? Um meine Nichte zu sehen, natürlich. Aber ist es nicht schön, Kuroki? Endlich hast du eine richtige Tochter. Sorry, Tsuzuchi. Es sieht aus, als gäbe es Ersatz für dich. Ihr müsst auf sie aufpassen, sodass sie dem Baby nichts tut. Ich werde nie... Du, hör auf damit! Liebling, beweg dich! Was? Warte, eine... Haut ab, ihr Abschaum. Kommt mir oder meinen Töchtern nicht mehr nahe. Du tust das? Damit kommst du nicht davon. Raus! Raus! Karin, hör auf, du musst dich erholen. Mama! Und so waren unsere Verbindungen zu Onkel Hiraki endlich gebrochen. Ich war zu nett zu ihnen. Tsuzuchi, Karin, es tut mir leid. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Schwester!
Was ist los? Ich könnte mir niemals vorstellen, meiner Schwester etwas anzutun. Sie ist einfach zu süß. Ich kann meinen Eltern nicht genug dafür danken, für das, was sie für mich getan haben. Auf dass wir immer eine glückliche Familie sein werden. ご視聴いただきありがとうございました。 暴力も振るってないし、ご飯もちゃんと食べさせているなんて立派なネグレクトですよね。これを虐待だと認めないなんてどういう神経をしているんでしょうか。まあそんな、おじさん一家たちよりも幸せな日々を過ごせているのでハッピーハッピーです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。